Um nun aus diesen Daten ein Diagramm zu machen, überfahre ich einfach den ganzen Datenbereich, also mitsamt den Jahreszahlen und den beiden Ländern. Und bevor ich jetzt die Diagrammfunktion aufrufe, blende ich unter Ansicht noch die Lineale, die Gitternetzlinien, die Spaltentitel und die Bearbeitungsleiste aus. So habe ich etwas mehr Platz. Und jetzt gehe ich auf Einfügen und hier hast du diesen ganzen Diagrammbereich. All diese verschiedenen Diagrammtypen sind hier schon untergebracht. Ich empfehle dir immer zuerst mal hier reinzuschauen. Empfohlene Diagramme. Hier werden dir schon ein paar Vorschläge gemacht, die Excel als sinnvoll erachtet. Ja, in diesem Fall möchten wir ja die Entwicklung zweier Länder vergleichen und da macht ein Kreisdiagramm wenig Sinn, denn ein Kreisdiagramm eignet sich vor allem für die Darstellung einer anteilsmäßigen Verteilung. Aber auch bei diesen Empfehlungen ist nicht alles gleich sinnvoll. Bei diesen gestapelten Flächen werden die beiden Bevölkerungszahlen übereinander gelegt und so fällt es natürlich schwer, die beiden Länder miteinander zu vergleichen. Eigentlich wollen wir hier ja eine Überlagerung und das ist beispielsweise mit diesem Liniendiagramm wesentlich besser gewährleistet. Ich bestätige mit OK und bereits habe ich hier unten dieses Diagramm, das ich noch ein wenig zur Seite ziehen kann. Nun siehst du auch, hat dieser Reiter gewechselt. Ich kann hier nun beliebige Vorlagen wählen. Hier könntest du noch die Farbigkeit anpassen. Es wird dir immer gleich eine Vorschau angezeigt. Und über Schnelllayout kannst du die Anordnung der verschiedenen Elemente automatisch neu festlegen. Ich nehme mal dieses hier. Hier ist nun also die Legende rechts, die kannst du auch nachträglich packen und noch verschieben. Du kannst mit einem Doppelklick den Titel noch ändern. Der soll ein bisschen aussagekräftiger sein. Auch den Titel kannst du nachträglich noch verschieben und den Achsentitel. Wählen wir auch noch etwas aussagekräftiger Bevölkerung in Millionen. Falls du mit der Farbe nicht so glücklich bist, so tippst du einfach die eine Linie an und gleich erscheint hier drüben die Palette, um jetzt diese Einstellungen noch zu ändern. Hier kannst du bequem Farben, Dicke, aber auch Effekte wie Schatten, Leuchteffekte und so weiter noch wählen. Hier den Hintergrund fülle ich noch mit einem Verlauf. Und zwar muss ich da die Füllung auswählen, Farbverlauf. Und da brauche ich nur zwei Farben, zum Beispiel so. Dieses Diagramm, das bleibt jetzt aber flexibel, wenn du zum Beispiel hier einen Fehler gemacht hast und etwas korrigierst, so siehst du, wird automatisch das Diagramm angepasst. Mit Befehl Z mache ich das wieder rückgängig.